Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum ABC der Kosmetik. Heute geht es um den Buchstaben H. H wie Haut. Ja, Haut, das ist mein Lieblingsthema, Hautanalyse. Das ist das, wo ich der Meinung bin, das ist das wichtigste Thema, was eine Kosmetikerin beherrschen sollte aus dem FF, weil im Endeffekt eure Kundin aus diesem Grund ja zu euch kommt. Sie möchte eine gut aussehende Haut haben, sie möchte jünger aussehen, sie möchte attraktiver sein, sie möchte bei euch nach einer Behandlung aussehen wie das blühende Leben. Und dazu brauche ich Fachwissen. Und das ist ja das, was ihr auch im Endeffekt in eurer Ausbildung lernt oder lernen solltet. Mein Name ist Birgit Bollwein, ich bin die Gründerin von Business und Beauty und helfe Kosmetikerinnen, ja, mit Herz zu verkaufen, aber auch mit Expertise. Weil Verkaufen alleine reicht bei uns nicht aus, sondern wir müssen hier wirklich auch viele, viele Dinge wissen, damit ja, wir auch erfolgreich verkaufen können, sodass daraus Stammkunden entstehen. Denn kein Kunde wird Stammkunde, wenn er im Endeffekt unzufrieden ist. A, mit der Behandlung, weil das Ergebnis nicht so stimmig ist, oder B, eben mit den Produkten, weil die nicht ja, die versprochenen Ergebnisse erzielen. Wann erzielen denn Produkte die bestmöglichsten Ergebnisse, wenn ich sie maßanfertigen kann? Wie kann ich Produkte maßanfertigen, wenn ich die Haut verstehe? Also ihr müsst Sprachrohr der Haut sein, ihr müsst einfach gucken, was sagt mir denn die Haut? Ja, mit einer guten Analyse ist es überhaupt kein Problem zu wissen, wow, hier fehlt ein bisschen Feuchtigkeit, hier fehlt ein bisschen Fett, hier fehlt ein bisschen mehr Fett. Ja, und wirklich dann mit den Produkten auch so zu jonglieren, dass die Haut auch nur das bekommt, was sie momentan braucht. Ja, und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, ich kann hier wirklich, wenn ich mein Handwerk verstehe, Produkte an die Haut maßschneiden. Aber nicht nur das, sondern ich kann die Behandlung auch hier im Endeffekt, weil ihr müsstet eigentlich zweimal verkaufen, weil hier kann ich der Kundin erklären, warum die kleine Behandlung keinen Sinn macht, sondern eine größere eigentlich sinniger ist und sie damit noch zufriedener ist, weil keine Kundin kommt zum Sparen zu euch, sondern die Kundin hat als Ziel, hier rauszugehen und eine richtig tolle, pralle, gut aussehende Haut zu haben. Und wenn ihr das richtig gut erklären könnt, weil ihr euer Handwerk versteht, dann ist Verkaufen im Endeffekt überhaupt kein Thema mehr, weil, wie gesagt, die Kundin kommt und sagt, bitte sag mir eine Lösung, wenn ich damit besser aussehe und vor allen Dingen, wenn ihr beim ersten Termin die Versprechen auch einhalten könnt, ja, die Kundin raus und sagt, wow, das habe ich ja noch nie ausgesehen, was spricht dagegen, dass hier die Kundin auch zur Stammkundin wird? Das ist das Thema zum Thema Haut, deswegen fit werden, Hautanalyse, Haut verstehen, eure Produkte verstehen und dann ist das eigentlich im Endeffekt noch ein Klacks mit dem Verkauf, weil die Kundin das dann gerne tut, weil welche Kundin hat keine Produkte zu Hause stehen? Eigentlich von 10 eigentlich keine. Jeder hat was zu Hause. Warum sollte sie es nicht bei euch kaufen, bei der tollen Beratung und dem Know-how, was du ihr bieten kannst? Und dem Service natürlich auch. Das war es heute wieder mal zum Thema Haut, beziehungsweise zum ABC der Kosmetik. Das nächste Mal natürlich der nächste Buchstabe und ich freue mich, wenn du da auch wieder dabei bist. Freue mich, wenn du in meiner Gruppe bist, Verkaufen mit Herz und Expertise und hoffe, dass du richtig guten Erfolg hast die nächste Zeit in dem Thema Haut und Verkaufen und wünsche dir damit einen wunderschönen Tag. Danke fürs Anschauen. Tschüss, deine Birgit. Ciao.